Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt und in diesem Video möchte ich kurz meine Kaggle-Vorhersagelösung für Covid-19-Fälle in Deutschland zeigen und dann möchte ich noch ein bisschen diskutieren, was Kaggle aktuell ist und was Kaggle im Covid-19-Bereich aktuell macht. Was man aktuell sieht, ist eine Deutschlandkarte mit einer Heatmap von einer Prädiktion, wo morgen besonders viele Covid-19-Fälle auftreten werden. Und zwar einmal sehen wir hier, dass in Berlin ein relativ großer Hotspot ist. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Berlin halt eine sehr starke Bevölkerungsdichte hat und das dementsprechend völlig normal ist, dass wir in Berlin viele Fälle haben. Dann sehen wir, dass in Essen, Düsseldorf und ähnliches in NRW eine große Dichte ist. Wir sehen, dass im Mannheim-Frankfurter Heidelberger Bereich eine ganze Menge Fälle sind und Erlangen-Nürnberg ist noch einiges und dann halt auch noch im Bereich München und allgemein in Baden-Württemberg. Wenn man jetzt die Details zu diesen Daten haben möchte, dann kann man ein bisschen runterscrollen und hier hat man dann sozusagen Marker für jeden Landkreis und wenn ich jetzt auf diese Marker draufklicke, dann wird mir gezeigt, was hier angenommen wird. Und zum Beispiel für Neukölln wird erwartet, dass es morgen 9 neue Fälle gibt. Und hier unten sieht man die Fälle der letzten Tage. Also gestern gab es 0 Fälle, vorgestern gab es 3 Fälle, vorvorgestern gab es 7 Fälle, vorvorvorvorgestern gab es 18 Fälle. Jetzt können wir mal gucken, was in den Bereichen sozusagen ist, wo besonders viel angenommen wird. Also hier haben wir zum Beispiel hinten in Heinsberg. Hier sieht man zum Beispiel, dass für Heinsberg morgen angenommen wird, dass es 13 Fälle gibt. Und man sieht zum Beispiel auch, dass es hier zwischenzeitlich auch mal 0 Fälle gab. Und damit kann man halt wirklich für jede einzelne Region schauen, wie viele Fälle es geben wird und sich dementsprechend dann darauf vorbereiten. Es handelt sich hier um ein taktisches Vorhersagemodell. Das bedeutet also, dass es nicht darum geht, zu sagen, wie könnte die gesamte Pandemie in den nächsten 1 bis 5 Monaten aussehen, sondern es geht einfach darum, für Entscheider, die wirklich tagtäglich Entscheidungen fällen müssen. Zum Beispiel baue ich jetzt noch 3 Betten für Intensivpatienten auf oder schicke ich die oder gebe ich die Betten zum Beispiel frei, dass die in einem anderen Bundesland aufgebaut werden. Dafür ist genau dieses Modell da oder zum Beispiel das Thema Schichtplanung. Wie viele Leute sollte ich für die nächste Schicht morgen einplanen und ähnliches. Dafür ist dieses Modell. Das Modell hat momentan ein RMSI von 9,19, das können wir mal kurz gucken, und zwar, wenn ich hier hochscrolle, genau, man sieht es hier, also 9,19, ungefähr 9,19, und zwar dieser Wert gerundet. Das bedeutet, dass im Schnitt dieses Modell für jeden Landkreis eine Abweichung von ungefähr 9 Fällen hat. Also mal sind es 9 Fälle mehr, mal sind es 9 Fälle weniger, vielleicht sind es auch manchmal 5 Fälle mehr, dann sind es dafür wann anders mal 15 Fälle weniger. Im Schnitt ist es aber 9. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist dieser Wert gut? Die Antwort ist, davon ausgehend, dass ich aktuell der Einzige bin, der mir bekannt ist, der so ein Modell hat, ist das Beste, was mir aktuell bekannt ist. Als kleinen Vergleich habe ich ein paar Benchmarks gemacht, und zwar sieht man die hier oben. Und zwar hier habe ich einfach gewisse naive Werte angenommen. Und zwar, ich habe einmal gesagt, okay, was würde passieren, wenn ich einfach sagen würde, jeder Landkreis hat konstant einfach 7 Fälle. Dann wäre die Abweichung, also der Root Mean Squared Error, wäre dann 12,5, bei 8 wäre ja 12,6 und bei 9 wäre ja 12,7. Also das bedeutet schon mal, eine Konstante ist ungefähr um 30% schlechter als mein Modell. Und dann, wenn man dann nochmal sagt, okay, wir nehmen mal den naiven Ansatz, ich nehme einfach den Wert vom Vortag, dann haben wir schon RMSI von 11,9. Das bedeutet also, dass ich mit meinen 9,1, dass ich damit ungefähr schon mal 20 bis 30% besser bin, als die verschiedenen naiven Ansätze, die wir aktuell haben. Jetzt nochmal ein bisschen zu der Technik, wie ich das eigentlich mache. Und zwar, ich verwende 3 große Datenquellen. Die erste Datenquelle, die ich verwende, ist Everyone Counts. Everyone Counts ist eine Website mit Bewegungsdaten. Die lade ich runter. Dann die nächste Quelle, die ich verwende, ist, dass ich die Landkreise von Deutschland lade, diese auch nochmal für die Daten für Berlin anreichere. Und zwar ist es so, dass bei den Daten vom RKI wird Berlin in die Einzelbezirke aufgeteilt. Das sieht man halt hier, dass Berlin nicht als eine kreisfreie Stadt gilt, was eigentlich korrekt wäre, sondern dass die ganzen einzelnen Bezirke als einzelne kreisfreie Stadt gelten, was formal gesehen eigentlich falsch ist, aber pragmatisch Sinn macht, weil im Endeffekt jeder Bezirk von Berlin durchaus im Schnitt so ungefähr die dreifache Einwohnerzahl hat wie ein durchschnittlicher Landkreis in Deutschland. Das sieht man zum Beispiel hier, also das sind die Einwohner von den verschiedenen Landkreisen und man sieht hier ungefähr so bei 100 bis 200.000, die meisten Landkreise haben so 100 bis 200.000 Einwohner.
Und hier hinten so die 3,6 Millionen, da ist Berlin. Genau, dann lade ich die Daten vom RKI runter. Das sind die gleichen Daten, die auch für das RKI Covid-19-Dashboard verwendet werden. Und ich bin damit immer tagesaktuell. Also jedes Mal, wenn ich dieses Notebook wieder laufen lasse, dann habe ich wieder die aktuellsten Daten für den Tag. Diese Daten fasse ich alle zusammen. Dann merge ich die auch alle und am Ende trainiere ich mein Light-GBM-Modell. Light-GBM ist ein Modell, was von Microsoft Open Source gestellt wurde. Und dabei handelt sich es um einen geboosteten Entscheidungsbaum-Algorithmus. Das bedeutet also, dass nachher basierend auf Entscheidungsbäumen für einen bestimmten Landkreis ausgesagt wird, wie viele Fälle es da ungefähr gibt. Hier sieht man zum Beispiel, welche Dinge ich alles nicht beachte. Und hier sieht man zum Beispiel auch die Features, die da aktuell mit reinspielen. Also ich habe zum Beispiel die letzten 7 Tage davor, ich habe die Zugscore, ich habe zum Beispiel die Einwohnerzahl, ich habe die Größe des Landkreises, ich habe den Tag des ersten Aufdringens und ähnliches. Und damit trainiere ich dann das Modell und aktuell ist das Ergebnis, was ich habe. Eine Sache, die ich noch nicht probiert habe, die ich jetzt auch mal ausprobieren werde, ist, indem ich den Wochentag nochmal reinkodiere, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass möglicherweise einfach Samstage und Sonntage, dass die da ein bisschen schlechter abschließen und dass ich damit mein RMSI wieder erhöhen kann. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen zeigen, was Kaggle eigentlich tut oder was Kaggle auch für die Covid-19-Diagnose tut. Kaggle an sich ist ein Unternehmen, was von Google gekauft wurde und dieses Unternehmen macht typischerweise Datenwettbewerbe. Das bedeutet, wenn man eine große Organisation ist, wie zum Beispiel Roche ist da auch mit dabei, also Roche ist ein Pharmakonzern, der größte in Deutschland und die haben zum Beispiel einen Kaggle-Wettbewerb gemacht, wo sie gesagt haben, gibt uns bitte alle, helft uns dabei, mehr über Covid-19 rauszufinden. Und was jetzt die verschiedenen Datenanalysten machen können, die können jetzt einen Wettstreit machen, wer die besten statistischen Modelle macht, um etwas Bestimmtes zu tun. Den Wettbewerb, bei dem ich mehr oder weniger dabei bin, ist die Covid-19 Global Forecasting Challenge. Wobei hier geht es um Global Forecast. Global Forecast mache ich nicht, weil da gibt es genug Leute und die sind zum größten Teil alle schlauer als ich. Ich mache Forecast für Deutschland, weil da bin ich der Einzige, der diesen Forecast macht. Und das ist momentan meiner Meinung nach hilfreicher, dass ich mich auf Deutschland konzentriere. Es ist aber trotzdem so, dass ich mir natürlich die ganzen Modelle angucke und versuche, die Ideen zu übernehmen. Und der Beste ist zum Beispiel dieser Northcray 3. Der hat den Wettbewerb für die dritte Woche gewonnen. Also der ist gerade jetzt seit 2 Tagen ist der Wettbewerb vorbei. Jetzt geht es um die vierte Woche. Der funktioniert aber auf jeden Fall. Und was jetzt das Interessante ist, dass der Northcray natürlich auch sein Wissen teilt. Und zwar hier in der Diskussion hat er das gemacht und hier hat er sozusagen geschrieben, I'm releasing my week 3 Datasets. Und hier sagt er erstmal, was er gemacht hat. Hier hat er ein paar Fehler behoben. Aber was interessant ist, und das ist eine sehr neue Erkenntnis, also diese neue Erkenntnis ist 8 Tage alt, dass das Uncertainty Avoidance ein extrem guter Prädiktor ist, um vorauszusagen, wie ein bestimmtes Land auf diese Covid-19-Pandemie reagieren wird und dementsprechend auch, wie sich die Kurve entwickeln wird. Dann die wirkliche Bevölkerung, also wie viele Leute leben eigentlich wirklich in diesem Land. Die Total Fertility Rate, also das scheint, Fertility ist normalerweise die Fruchtbarkeit. Scheint, wie es aussieht, insgesamt ein guter Prädiktor für verschiedenste Dinge zu sein. Und dann nochmal, was echt interessant ist die Murder Rate. Und zwar die Annahme hier ist, dass wenn ich eine hohe Mordrate habe, dann weiß ich nicht, wer wo wohnt. Und dann bin ich recht schlecht da drin, Eindämmungsmaßnahmen durchzusetzen, zum Beispiel hier für die USA. Also man muss leider sagen, dass die Statistik leider auch manchmal ein bisschen diskriminierend ist. Aber wenn man wirklich vorankommen möchte, dann kann das halt einfach passieren, dass auch gewisse ungeliebte Fakten sich einfach statistisch als sinnvoll herausstellen, wenn man gewisse Dinge tun möchte. Und jetzt nochmal zum Schluss dieses Videos gibt es jetzt nochmal einen kurzen Übersicht über die aktuellen Errungenschaften, die Kaggle momentan bringt. Und zwar haben sie ganz, ganz viele Informationen zum Thema Risikofaktoren.
Hier ist zum Beispiel Bluthochdruck als Risikofaktor. Da kann man ganz da klar davon ausgehen, wenn ich Bluthochdruck habe. Alle grünen Ergebnisse sind signifikante Ergebnisse und OR steht für Odd Ratio. Und man weiß halt einfach, dass das Bluthochdruck das Sterblichkeitsrisiko erhöht. Diabetes genauso, alle grünen wieder signifikante Ergebnisse. Herzkrankheiten. Wenn ich ein Mann bin, dann habe ich auch größere Herausforderungen. COPD, weiß ja nicht genau, was es ist. Also da hören jetzt leider meine Englischkenntnisse auf. Genau, Smoking Status, also wenn ich rauche, und da sieht man halt auch mittlerweile auch, dass einfach Rauchen ist ein Risikofaktor. Alter, beim Alter war man sich schon recht lange sicher. Den Schlaganfall, den man vorher schon mal hatte, ja auch. Also Schlaganfall ist auch nicht sonderlich hilfreich. Und hier bei Cerebrovascular Disease oder genau Krebs, das sind halt auch Risikofaktoren. Und hier muss ich auch sagen, hier hören meine Englischkenntnisse auf. Also jemand, der weiß, was es ist, gerne in den Kommentaren posten. Dann wieder allgemeine Erkrankungen des Atmungssystems und dann Kidney sind Nieren, also Nierenprobleme, chronische Atemerkrankungen und allgemein Saufen. Bei Saufen ist man sich aktuell nicht so sicher, ob es wirklich Risikofaktor ist. Dann Tuberkulose und BMI ist vor allem Fettleibigkeit. Also BMI von 30 bedeutet halt, dass ich ungefähr bei einer Körpergröße von 1,80, ja, so 110 Kilo aufwärts wiege. Dann sehr spannend ist, dass sie sehr gute Daten zum Thema Inkubationszeit haben. Die Inkubationszeit ist im Schnitt 5,6. Ich konnte in meinen Daten feststellen, dass wenn, dass die Ausgangsbeschränkungen, dass die vor allen Dingen genau 7 Tage später sichtbar werden. Also meine Erklärung ist, es dauert 5,6 Tage, bis die Leute es haben. Und dann dauert es nochmal einen Tag, bis das Labor die Werte geliefert hat. Dann nochmal eine Sache, wo ich nicht genau weiß, Length of Shedding after illness consent. Ich glaube hier, das ist, wie lange die Leute noch infektions bleiben, nachdem sie die Krankheit haben, aber da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Und hier nochmal, wie lang ist denn die Inkubationszeit von den verschiedenen Personen? Ach, das hat sich auch nochmal vergrößert, das war super interessant. Und zwar, was halt das Wichtige war, dass Kinder brauchen deutlich länger bei der Inkubation. Und das sieht man hier zum Beispiel auch 7,74, genau. Bei Erwachsenen wussten wir, es war eigentlich nur 5,6. Das heißt, Kinder brauchen hier im Durchschnitt 2 Jahre, 2 Tage länger. Hier ist sogar 12,0. Und hier sieht man halt auch wieder, dass das der Median für Kinder. Kinder haben deutlich längere Inkubationszeiten. Da nochmal mehr Informationen darüber, wie viel Patienten keine Symptome haben. Wenn ich das hier so richtig überfliege, dann sind es so ungefähr so, naja, 5 bis 30%. Da ist man sich halt insgesamt nicht so sicher. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man da schlauer wird. Und dann nochmal mehr Informationen und nochmal, wie viel stecken die Leute an, die asymptomatisch sind. Und hier geht es jetzt nochmal darum, wie lange der Virus auf verschiedensten Oberflächen überlebt. Und leider ziemlich lang. Also das ist echt ein hartes Ding. Genau, hier geht es mal um wie man den Virus tot bekommt. Also ob man da zum Beispiel, also hier wird versucht mit ultraviolettem Licht oder mit normalen Desinfektionsmitteln und ähnliches. Und da steht dann auch drin, was dann halt am besten funktioniert und wie es kaputt geht. Und hier geht es nochmal darum, ob der Virus im Stuhlgang oder im Urin festgestellt werden kann. Also grundsätzlich die Antwort ist ja. Und was sehr interessant ist, ist, dass man diesen Fakt dafür nutzen kann, um in Kläranlagen zu messen, wie viel Virus-DNA ist da drin und damit die Durchseuchung von bestimmten Stadtteilen klären kann, noch bevor es irgendwelche Covid-19-Tests gibt. Und das ist natürlich langfristig sehr, sehr wichtig, damit ich die Steuerungsmaßnahmen richtig gut verwenden kann, damit ich möglichst frühzeitig weiß, wie hoch ist denn meine Covid-19-Erkrankung und sind meine Maßnahmen, die ich aktuell habe, angemessen, um die Fallzahlen einigermaßen konstant zu halten. Vielen Dank, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!